Danke, dass du die 1000 Euro in den Raum geworfen hast, korrekt. Aber wo ist das Cash? 500, mehr habe ich nicht. Ich komme doch sogar mit bei dem Video, oder nicht? Aber dann müssen wir einen Veganen auch noch dazu essen, ne? Ja, na klar. Ja, okay, bin ich dabei. Das Angebot. Und Brudi, ich habe es noch nie gesagt online, aber danke für alles, Mann. Ja, gut. Dann kann der so durchzieht wie du. Ja, danke, Brudi. Danke, danke. Und ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Heute am Ende des Videos einmal das Intro aufgenommen. Schon mal vielen Dank für alle, dass ihr dabei seid. Für dich auch, Marcel, du Wichser. Zahltag. Heute 2200 Euro, wer uns den besseren Döner liefert. Schreibt in die Kommentare eure Stadt und Hashtag Holle, wenn ihr dabei sein wollt beim nächsten Format. Ich sag ganz kurz, kleines Missverständnis. Er dachte, wir gehen ins vegane Restaurant, aber wir testen heute Döner und Döner mit Falafel. So, ne? Wie auch immer. Jungs, wir haben hier zwei Abonnenten am Start. Wollt ihr euch ganz kurz vorstellen? Gerne. Ich bin der Aydin, 24 Jahre alt. Wir sind hier bei Arda Restaurant. Das ist meine Empfehlung. Und ich hoffe, es schmeckt euch uns gleich. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich bin Jonathan Bruns, ich komme aus Rheinbeek. Bin 18 Jahre alt und ich denke, ich liebe heute den besser. Kurz vor Beginn haben die beiden noch gewechselt. Die Location, oder? Die wollten erst was anderes nehmen, haben sich jetzt beide hierfür entschieden. Das heißt, es muss knallen heute. Es geht um viel Geld, ne? 2200 Euro. Okay. Marcel hat im Stream eine Wette verloren und hat 1000 Euro mit reingeliefert. Dafür nochmal Dankeschön. Also wenn jetzt der Kollege rechts gewinnt, packe ich für die nächste Runde 1000 Euro Preisgeld obendrauf. Ibiluster! Wirklich, wie gesagt, das Fleisch, wenn man viel vom Döner gegessen hat, zum Schluss. So eine Frechheit, Digga. Ich hab dir nur 200 Euro gegeben und du mischst denn hier so ein 20er und 5er und 10er unter. Er hat an dem Tag gesagt, es ist Ende des Monats, ich habe leider nicht mehr so viel Knete. Yeah. Einmal den Schnibbeltest. Boah, riecht gut. Einmal den Schnibbeltest. Oh, das ist gut, ne? Sein Lieblingsparfüm gesagt, ja? Also viel, viel Geld, gibt alles. Denkt dran, wenn ihr zu dem Gastronomen geht, belabert ihn ein bisschen. Er muss Gas geben. Ihr müsst alles geben, damit wir das beste Produkt kriegen. Und ich würde sagen, wir gehen rein, Marcel und ich, die Jury. Aber kennst du den Laden hier? Ich kenne ihn. Ich war auch mal Döner-Tester. Ist er stark aus deiner Wahrnehmung? Ich war bei dem und ich war bei meinem und ich bin von meinem überzeugt. Okay, lass reingehen. Ich habe Cola. Okay, lass reingehen. Jetzt bräuchten wir den Chef einmal bitte. Gut aussehen tut der Laden, finde ich, oder? Der sieht gut aus. Hast du Skrupel ein bisschen, auch schlecht zu bewerten, wenn er schlecht ist? Wenn er mir nicht gut schmeckt, dann muss man auch ehrliche Meinung sagen. Sonst würde das Format ja nicht funktionieren. Ja. Man muss ja sein Gesicht bewahren. Das muss. Chef, wie ist nochmal dein Name? Azim. Azim. Also wir machen ja heute den Döner-Test bei dir, das weißt du. Der Kollege wird dir gleich sagen, ganz genau, wie wir den Döner haben wollen. Okay. Das Ding ist ja, wir machen die Jury, wir bewerten auch dein Produkt. Ne? Du darfst nicht sauer sein, wenn wir jetzt angenommen, wir geben eine 5 von 10 oder so. Ehrliche Bewertung muss sein. Genau, ehrliche Bewertung muss sein. Von euch hören. Du musst ihn richtig trimmen, perfekt. Die machen sonst wischiwaschi. Für die Zuschauer vielleicht, wir gucken nachher zum Schluss natürlich dann Querschnitt von der Bewertung. Sagt man Querschnitt, Durchschnitt. Also wir rechnen die zusammen und so gilt die Bewertung ganz normal. Ne? Also ja, er hat eben erzählt, er ist auch Döner-Tester, so privat gewesen, bist rumgefahren, hast Döner getestet. Genau. Ne? Wo waren wir? Malle, war gottlos, eklig, aber so in Berlin war super. In Berlin kannst du fast jeden essen. Es war meistens dieses Hackfleisch, aber rein vom Geschmack her kannst du die meisten essen. Irgendwo hast du einmal rausgehauen, das meinst du bester Döner überhaupt. Ja, da bist du auch hingefahren, hast einen Test gemacht und warst auch beeindruckt. Das kann sein, ja? Wie, was kann sein? Weiß ich nicht mehr. Nee, mein Kopf ist kaputt. Ja, das war auch schon vor YouTube. Also, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist nichts Neues für uns in Buxtehude. Das stimmt, ja. Ich mach grad ein bisschen Musik. Ich nehme nächste Woche meinen ersten Song auf. Ich will ein Freestyle, wo du Holger beleidigst. Ich packe einen Huni drauf, wenn du seine Mutter beleidigst. Oh, okay, übertreib, Digga. Holle testet Döner, doch er macht ihn nicht schön. Oh, Essen kommt. So, da haben wir die guten Dinger. Der ist für dich vegetarisch.
Jetzt sind wir erstmal gespannt. Du kommst nicht so schnell davon, ne? Lass die schmecken, mein Lieber. Danke dir. Was hast du dir dabei gedacht? Was haben wir jetzt hier auf dem Teller? Das ist das Kalbsfleisch, was gut schmeckt, meiner Meinung nach. Soße habe ich jetzt statt Curry Cocktail genommen und ich hoffe, es schmeckt euch. Als jemand, der über ein Jahr jetzt kein Fleisch gegessen hat, man wird trotzdem ein bisschen schwach, sag ich ehrlich. Denkst du, wirst du irgendwann wieder Fleisch essen? Nee, auf keinen Fall. Ehrlich nicht? Nie wieder? Nein. Der einzige Grund, warum ich wieder Fleisch essen würde, wäre gesundheitlich. Wenn mein Arzt mir sagt, ich muss jetzt Fleisch essen. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir werden loslegen. Ich werde bewusst noch nichts sagen, mich meiner Stimme enthalten. Und erst, wenn alle gesprochen haben, werde ich was sagen, um niemanden zu beeinflussen. Wie fühlst du dich gerade, Aydin? Ich war sehr nervös. Ich bin vor allem auf dein Feedback gehypt auf jeden Fall. Ist das viel Geld für dich, wenn du das jetzt gewinnst? Oder sagst du, ich verdiene schon gut und so? Digga, Monatslohn. Ja. Nicht mal, Bruder, das ist mehr als ein Monatslohn. Wallah. Bisschen Tipico. Weißt du schon mal, ehrlich? Wallah, Billah, nein. Marcel, willst du nur so kurz dein erstes Feeling vielleicht sagen, was du dazu sagst? Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist schwer für mich zu bewerten, weil ich den Fleischgeschmack nicht habe und der Fleisch ist die Hälfte der Miete beim Döner. Ich muss wirklich sagen, so, der erste Eindruck ist schon strong, also schmeckt mir schon gut. Gerade das Brot, muss ich sagen, mag ich sehr gerne. Marcel hat sich dafür entschieden, nicht die Falafel reinzunehmen, das wäre die andere Option, er wollte sie extra haben und so wird es gleich auch kriegen. Also er schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Bruder, was ist das hier? Das ist die Curry, ne? Ja, ich mag es gerne auf jeden Fall. Also sag dir ehrlich, die Currysoße ist geil. Wir essen auf, krieg gleich die Bewertung und dann geht das los. Wir haben dein Produkt gegessen. Was ist dein Konzept dahinter? Was hast du dir gedacht, was für Fleisch ist das und so? Kannst du da etwas zu sagen noch? Jungkalbfleisch ist das, 50% natürlich. Die Soßen machen wir auch selber hier alles. Und das Brot, vielleicht wie ihr gemerkt habt, das ist anders, nicht wie jedes Standard-Dönerbrot. Wir haben keine hier Laufkundschaft oder so, nur Stammgäste. Und der Laden besteht seit 11 Jahren hier. Wir verkaufen am Tag 150 Kilo Döner. Mehr. Okay. Dann stelle ich dir die finale Frage noch, die ich jeden frage. Willst du gewinnen in diesem Wettkampf? Natürlich. Okay, Juni, vielleicht von dir einmal ganz kurz nur eine Einschätzung. Deine Bewertung geht natürlich nicht mit rein, wenn du nur 1 bis 10 geben müsstest. Schwer. Ich würde aber sagen, eine 7-0 ist fair. Okay, wie würdest du das begründen? Das ist kein Basic-Brot. Der Sesam ist sehr gut und mir gefällt extrem das dünne Fleisch. Marcel, was würdest du sagen? Als allererstes fange ich mal mit dem Brot an. Ich fand das Brot für die Döner, die ich kenne, außergewöhnlich. Es ist zwar nicht selber gemacht, trotzdem hat es sich aber abgehoben. Es war schön knusprig, der Sesam hat einen geilen Flavor gehabt. Salat, frisch, alles. Auch die Currysoße hat mir, muss ich sagen, sehr gut gemundet. Insgesamt würde ich dem Döner 8 Punkte geben. So, zu meiner Bewertung, die. Ich will schon, Bruder. Das Brot war wirklich nicht schlecht. Um es direkt zusammenzufassen, ist es ein Standard-Standard-Döner. Da kommen wir nicht drum rum. Er ist nicht besser und nicht schlechter als der Durchschnitt. Anderes Brot, leicht Trockenheitsfeeling. Soßen waren vernünftig, Fleisch war vernünftig. Einfach ein Durchschnittsdöner. 7 von 10 hätte ich gegeben. Ich hätte, sag ich dir ehrlich, für so einen Döner-Test hätte ich stärker erwartet. Was hat dich denn nicht überzeugt? Fandest du das Fleisch nicht überzeugend, oder? Es war am Anfang Trockenheitsfeeling. Das war das, was mich am meisten gestört hat. Der Rest war eigentlich wirklich Standard. Und wenn du einen Standard-Döner hast, schmeckt er eigentlich schon so gut, dass man eigentlich schon geneigt ist, fast über eine 7 zu geben, weil einfach ein bisschen mehr Soßen hätte wahrscheinlich dem Döner gut zu Gesicht gestanden. Aber ich hatte auch übelst Kohldampf, muss ich gestehen. Also ja. Für mich hat sich das gerade angefühlt wie der beste Döner aller Zeiten. Normalerweise frisst du nie auf. Ich würde auch am liebsten noch komplett aufessen, aber ich weiß, wir testen ja noch einen. Jetzt noch einer. Okay, geil, Jungs. Ich bin gespannt. Wir fahren zu deinem Spot. Auf jeden Fall. Chancen stehen. Ne? Da ist schon was, mein Lieber. Danke. Ja, und dann bis gleich. Juni, du wirst jetzt dem Kollegen mitteilen, wie du deinen Döner hast. Er wird dich jetzt in Beschuss nehmen, sozusagen. Du musst dein Bestes geben. Ne? Du musst dein Bestes geben und den besten Döner abliefern, werden den Döner bewerten auch. Ne? Und das heißt, es muss on point kommen und er wird dir sagen, wie wir ihn haben wollen. Verpiss dich, Junge! Du kleiner Hund, Alter. Ja, das musst du kurz sein. Hast du schon mal Arschbohrer bekommen? Ich verteile nur Arschbohrer. Ja. Kennst du das Arschbohrer-Spiel überhaupt? Nein, aber ich will einmal zugucken und dann bin ich dran. Nee. Ich sag dir ehrlich, wenn du zuguckst, wie wir Arschbohrer machen, du wirst bekommen. Ja.
Gefühl her, glaube ich, wirst du hier harte Konkurrenz haben. Beide Läden, glaube ich, sind auch nicht. Ich hab dir ja gesagt. Sorry, danke. Wie kannst du die Legende unterbrechen? Saucheram, glaub mir. Bewerte dich gleich, müssen wir denken. Ich freue mich schon, dass ich. Schönen Chai könnten wir eigentlich noch dazu bestellen gleich. Von mir aus. Aber dann, du weißt, bei Tee ist bei mir fast wie Kakao. Ach Digga, du hast einen Schaden, Junge. Dann glaubst du, wenn jetzt hier drei Tafeln Schokolade... Hochprozentig. Das ist egal. Und man isst drei Stück auf einmal. Glaubst du, davon kann man high werden, wie von Alkohol oder so? Denke nicht. Nee, siehst du. Und wenn ich dir jetzt sage, ne, folgende Informationen, dann sagst du danach deine ehrliche Meinung. Es gibt Zeremonien, wo Leute Kakao verabreichen, um eine spirituelle Reise in die Wege zu leiten, wofür Leute viel Geld bezahlen. Er denkt gerade, das labert der Mund. Ja, Bruder, ja, genau das Ding. Nein, er sagt nur, weil du das sagst. Nein. Er sagt, weil du das hast gesagt. Das ist ein Rätsel für ihn. Danke, Rudi. Danke. Wie fühlst du dich, Angespannt, ne? Aber zuversichtlich. Was hast du uns für einen Döner gezaubert? Jetzt fängen wir mit Montys an. Was hast du ihm gebracht? Das ist ein Gemüsedöner mit Grillgemüse noch. Mit Tzatziki und Cocktailsoße. Also eher gesagt der Joghurtsoße. Aber ist das das Gleiche, was da drin ist? Genau. Okay, genau. Gut. Aber du hast Grillgemüse noch oben drauf. Das haben wir nicht. Und das ist böse, die. Das könnte richtig scheppern. Das wird bei dir ein enges Ding, glaube ich. Grillgemüse. Außer Scheiße, natürlich. Dann kann man auch versauen. Was hast du für mich gezaubert? Döner gemischt. Mit bisschen Kraut, aber sonst Salat alles. Und Schaf und Tzatziki Joghurtsoße. Geil, die. Der könnte wirklich stark sein. Riesending auch. Also, wenn das kein Kamerabonus ist, weiß ich auch nicht. Wenn jeder Döner so kriegt, dann ist pleite. Also, wenn man eins schon mal sagen kann: Brot on point geröstet. Das ist ein schwerer Übergang. Allein müsst ihr euch vorstellen, wenn du da jetzt so ein Brot hast, haust du es im Toaster, hast da keine Stoppuhr. Genau bei 30 Sekunden, genau bei 40 rausholen, damit es eben nicht zu doll gebräunt ist, aber eine schöne Bräunung hat. So ist ein Oldschool, wirklich richtig geiles Essen. Heißt das Essen, Ahmed? Ja, ne? Würdest du sagen, wenn du jetzt nur den direkten Vergleich machst, das Brot hier und das Brot drüben? Das ist echt eine sehr gute Frage. Ich würde beinahe sogar sagen, weil das drüben wirklich special und gut war, wahrscheinlich das drüben. Mhm. Du auch? Würde ich mitgehen, ja. Mhm. Soll ich dir sagen, woran mich auch das Dönerbrot drüben erinnert hat? Mhm. Wir waren ja auch oft zusammen grillen und das Flashback mich noch mehr in die Kindheit, aber damals schon meine Mama, aber auch wie beim Grillen, bei Mehmet das Sesambrot geholt. Ja, so die mit der leichten Süße. Diesen Kreis. Wie heißt der Kreis nochmal? Zimit. Zimit, genau. Ja, Mann. Das Dönerbrot, muss ich sagen, bei dir fand ich auf jeden Fall mir persönlich besser gefallen, weil ich diesen Sesam-Touch richtig gut fand. Stimmt, das haben wir immer geholt bei Mehmet damals, ne? Was willst du sagen, Aydin? Bruder, das ist auch ein starkes Ding. Dankeschön, mein Bruder. Fleisch finde ich auch sehr lecker. Ich auch. Die Soßen auch. Also ich könnte eins sagen, ich weiß nicht, wie es mit dem Grillgemüse und so ist. Also es ist eine enge Nummer. Finde ich schon auch, ja. Doch, ja. Ich bin jetzt ja kein Profi-Döner-Tester, so wie du. Aber um es in deinen Worten zu formulieren, drüben war es ein Standard-Döner. Aber in dem Standard-Ding war er eigentlich ziemlich gut, fand ich. Mhm. Und hier ist Special. Die Frage ist, ist er in seinem Special-Sein auch Special? So ist es. Also ein Döner auf dieses, sag ich mal, Neuzeit und alles zu machen ist das eine. Aber das heißt nicht, dass er gut ist. Ja. Wie ist die Schärfe für dich? Angenehm bei dir? Ja. Ich habe keine Schärfe drauf. Hast du gar nicht? Bist du stolz auf mich, dass ich einen zweiten Döner esse innerhalb von einer halben Stunde? Ich schwör's euch, Leute, wenn ich bei ihm bin, der beißt wie ein kleines Kind dreimal vom Essen ab, legt das hin. Aber ist gut in der Hinsicht, weil ich fress mich immer tot, bin der müde und alles. Das hast du nie, ne? Mhm. Wollen wir uns für ein Team besprechen? Ja. Komm, wir gehen noch mal ohne die. Für uns nur beide. Wir haben Teambesprechungen gemacht. Bei einer Sache sind wir uns einig, es war eine knappe Kiste. Aber wir haben ein deutliches Urteil, jeder für sich getroffen. Wir haben nicht unsere Punkte abgesprochen, sondern nur kurz besprochen. Wir haben nicht die Punkte ausgetauscht. Also wir wissen noch nicht, wie der andere bewertet, welcher besser war oder nicht. Das haben wir nicht gemacht. Überhaupt nicht. Wir haben uns so kurz die Frage gestellt, wenn wir euch das Angebot machen würden, ob ihr jetzt das Geld teilt, würdet ihr das machen? Ich wäre dabei. Wir nicht. Wir Ihr könnt natürlich untereinander am Ende. Oh moin. Entschuldigung. Am Ende des Tages könnt ihr natürlich, wenn ihr sagt, ey, war ein fairer Kampf, könnt ihr dem anderen natürlich auch einen kleinen Obolus, ein kleines Trostgeld da lassen. Das aber euch überlassen müsst ihr natürlich nicht. Ich fange mal bei meiner Bewertung an, weil die natürlich eigentlich am wenigsten Einfluss hat, beziehungsweise alle sind am meisten auf deine Bewertung gespannt, weil du hast ja. Nicht mal unbedingt, aber ich weiß, was du meinst. Ich muss als allererstes sagen, was zwar nicht in die Bewertung reinfließt, aber ich finde es von der Location hier deutlich chilliger. Ich habe mir die Frage gestellt, ganz simpel, wo würde ich nochmal hingehen, wenn ich hungrig wäre? Was wäre mein Favorite? Und da muss ich sagen, dass ich
zu deinem Döner nochmal gehen würde. Dankeschön, mein Bruder. Ich fand den Döner hier wirklich stark, aber für mich war es kein Standarddöner, sondern schon ein Special-Döner. Aber in dem Special-Sein fand ich, war er nicht zu sehr special. Dein Döner hat von mir 8 Punkte bekommen, dem würde ich hier eine 7,8 geben. Mir hat das Brot besser geschmeckt drüben und mir hat drüben auf jeden Fall die Currysoße schon abgeholt. Danke für die Bewertung, Monty. Wir haben hier 2200 Euro im Pott. Die könnt ihr euch mal so ein bisschen ausbitten, dass jeder mal ein bisschen das Feeling hat, jetzt, wie es wäre. Und ich möchte noch mal fairer, ich habe 200er klar gemacht. Holger hat gewechselt und die 200er in sein Safe getan und dieses Billiggeld rausgeholt. Das stimmt. Es war Ende des Monats, hat er gesagt. Gerade viel Spielo gewesen. Du bist ein undankbarer Hund, Digga. Die 1000 habe ich aus eigener Tasche. Ja, Alter. Also sag einmal die Wahrheit aus seinem Mund. Er hat recht. Er hat mir 200 gegeben, hab die getauscht, damit es mehr aussieht einfach. Du hast die 200 unter dein Kopfkissen getan. Pass auf, Jungs. Beide Döner. Klar, es war nicht self-made, es war nichts, wo ich so sehr drauf giere. Aber auch im Nicht-Self-Made-Bereich gibt es die Dinger, wo du sagst, das ist so unglaublich gut. Diesen Döner, den kannst du jedem anbieten und das ist einfach eine Macht. Das war es natürlich beides nicht. Aber wir hatten Döner. Wie lange du ausgeholt hast, um das zu sagen, das haben wir nicht. Das ist typisch Holger. Das haben wir nicht gehabt. Wir hatten ein knappes Rennen. Pass auf, Joni. Oh, 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 oh. Die Soßen waren stark, wirklich abgeholt. Das ist so dieses Basic-Gut, was die Türken können. Die Soßen, dieses Essen, haben sie drauf, geil, abgeholt. Brot, einfach Standard gewesen, war aber nicht schlecht. Leichter Störfaktor bei ihm war ja die Trockenheit. Bei diesem war es das Fleisch, wirklich. In dem Sinne, dass es an ein, zwei Stellen, ich weiß nicht, ob es zu dick war, nicht ganz so kross genug, zu doll die Maschine reingehalten. Das hat da nicht geschmeckt. Ich gebe deinem Döner 6,7 Punkte. Jo. Der erste hat 15 gehabt. Du hast gewonnen, weil sie sind beide niedrig. Jeder hat seinen Döner. Oh, krass. Ja, Bruder, du hast gewonnen. Aber ich habe mit denen geredet auf jeden Fall. Oder du spielst um 5000 Euro in der Runde 2 mit dem zweiten Döner. Bruder Herz, ich sag dir jetzt eine Sache. Ich ziehe um in 3 Wochen. Meine Frau weiß Bescheid. Ich muss auch eine Waschmaschine kaufen, einen Fernseher. Wenn ich das jetzt annehme und nach Hause deine gehe, Frau, ne? Stellt euch das vor. Deswegen muss ich leider passen. Das aber trotzdem auch. Dankeschön. Mich hat das nur noch mal gefreut heute. Nicht dafür. Wow. Du wolltest noch eine schöne Geste eben geben. Habe ich gesehen. Fall, hier, damit du auch. Bruder, ich küsse dein Herz, ja. Er hat echt Spaß gemacht, Digga. Macht nicht jeder, Leute, macht nicht jeder. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen oben knallen. Vielleicht ist Onkel Monty ja nochmal mit dabei. Dann machen wir aber vegan. Ja, okay. Dann machen wir vegan oder vegetarisch. Schreibt einen vegetarischen Tipp und eure Stadt mit rein, aber auch einen Döner. Wer weiß ja noch nicht, ob du vielleicht das anders überlegst. Ich bin überall dabei. Für eine nächste Runde und dann sage ich euch vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.